back from the dead. Freitag, 9. August 2019 und willkommen zu einer neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und am Anfang sind erstmal ein paar Leute gegrüßt hier. Und zwar, holy shit, der Fake ist gegrüßt, Drift ist gegrüßt, No Skyfighter, Ant Patrol, Toxic, Luki der Wanderer, Lolso ist gegrüßt, dann One, Luca, Walltaker, Edin ist gegrüßt. Oh mein Gott, Gucci Girl, nein. Marvin ist gegrüßt und ich würde sagen, wir schauen mal in den Shop rein, denn heute sind ein paar neue Skins drin. Also, linke Seite angefangen. Face ist am Start. 1200 V-Bucks. Die kommt mit dem Geoden-Backpack. Oh, die sieht nicht schlecht aus, muss man sagen, ne? Die sieht nice aus. Die hat große Augen. Und sieht gar nicht so schlecht aus. Interessanter Skin auf jeden Fall. Vor allem ihre Jacke ist crazy, oder? Dieser Effekt, den diese hat. Ja, sieht nice aus. Interessanter Skin. 1200 V-Bucks. Haut mich nicht unbedingt vom Hocker, trotzdem interessanter Skin. Machen wir weiter, gehen wir zum nächsten Set, denn Hornstrike ist drin. Das bedeutet, wir haben auch einen neuen Skin drin. Den zeige ich euch gleich. 800 V-Bucks, Part vom Sting-Set. Interesting sieht das Ganze aus hier. Und zwar den hier, den Bone Wasp haben wir drin. Oder eher Bone Wasp, aber was mit einer Wasp hat er nicht wirklich zu tun, oder? Okay, ich meine, er soll eine Wasp sein, also... Oh mein Gott, das Gesicht. Die Augen, bewegen die sich? Ne, ich glaube nicht. Das wäre jetzt fucking creepy gewesen, wenn die jetzt geblinzelt hätten. Wisst ihr aber, was geil ist? Sein Backbling ist geil. Primal Danger. Richtig crazy. Kann man auch cool für andere Skins nehmen. Und der ist so gelb. Gelb ist jetzt nicht so meine Farbe. Und was hat der um den... Holy shit, was hat der hier? Okay, das sieht ein bisschen weird aus, oder? Naja, trotzdem interessanter Skin auf jeden Fall. Zu 100% interessanter Skin. Ja, ich finde den interessant. Vor allem auch sein Backbling. Vielleicht ohne Backbling sogar ein Ticken geiler, weil man dann die Wespe hinten sehen kann. Trotzdem cooler Skin, muss man sagen. Vielleicht bekommt er irgendwann mal eine zweite Variante, wo man sein Gesicht dann auch sehen kann. 1500 V-Bucks auch. Geht klar, kommt mit Primal Sting noch dazu. Oh, der Sound. Oh, der Sound ist nicht schlecht. Sieht auch wirklich aus wie so eine Axt, ne? Wie so ein Tomahawk. Richtig geil. 500 V-Bucks und wie gesagt nochmal mit dem Horn Strike am Start. Was auch gar nicht so verkehrt aussieht. Interessantes Skinpack auf jeden Fall, muss man sagen. Sting-Paket, interesting auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Set. Fate, einer meiner Lieblingsskins, ist drin. 94 Tage her, als die das letzte Mal drin war. 2000 V-Bucks. Kommt ein bisschen veraltet drüber mittlerweile mit 2000 V-Bucks. Trotzdem ist sie immer noch ein geiler Skin. Backbling mit diesem Orb, den muss man mögen. Ist jetzt, ach, ich weiß nicht, ob man den woanders draufnehmen kann auf einen anderen Skin. Trotzdem interessantes Skinpack hier, auch mit Faded Frame dazu. Auch 94 Tage her. Genauso wie Splitwing, das ist der passende Gleiter dazu. 1200 V-Bucks. Ja, ist doch schon cool, was wir heute alles drin haben. Also, Deep Sea Destroyer ist noch drin. 1500 V-Bucks. Ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. 83 Tage her, dass der das letzte Mal im Shop war. Interessantes Backbling übrigens, muss man sagen. Ich mag ja so Backblings, die irgendwie sowas animated haben. Und das ist halt dauerhaft animated. Also ist nicht nur irgendwie abhängig davon, wie viel Kills ihr macht oder so. Deswegen finde ich ja schon nice. Aber der Skin an sich ist halt ein bisschen auffällig. Dann Desert Dominator haben wir drin. Ein eher unauffälliger Skin. 800 V-Bucks für alle, die gerne so, ich sag mal Anführungsstrichen, No-Skins spielen. Die so kleine Veränderungen drin haben. Und die sieht nice aus. Ja, sieht schon nice aus. Sieht aus, hätte die irgendwie hier so eine schutzsichere Weste an oder so. Absolut cooler Skin. 26 Tage her. Dann haben wir Hexform wieder drin. 500 V-Bucks. Ja, das ist nice, oder? Das ist ein geiler Effekt auf jeden Fall. Hexform sieht nice aus. Oh, hier sieht es auch nicht schlecht aus. Ich finde, bei der Sniper sollten die das irgendwie erweitern mit dem Effekt. Ich finde, bei der Sniper sollte das hier oben auch sein irgendwie, damit das so ein bisschen geiler aussieht. Schauen wir uns mal eben kurz den Robot an. Oh, beim Robot sieht es ja crazy aus. Okay, beim Roboter sieht es aber komisch aus. Ich dachte eigentlich, dass das so durchgeht, aber der blinkt halt einfach immer wieder. Das ist wahrscheinlich, weil die den Roboter so sehen und dann der Effekt von hier so kommt und nach da geht. Ist ein bisschen faul gemacht, muss ich sagen. Trotzdem cooler Rap. Ja, dann haben wir Fresh Cut drin, 500 V-Bucks. Hört sich auch geil an eigentlich, muss man sagen. Kann man sich schon gönnen, deswegen habe ich das auch, glaube ich, 32 Tage her. Muss ich mal wieder spielen. Star Power ist drin, 800 V-Bucks. 62 Tage her. Und Bouncer ist drin. Wer ein bisschen rumhüpfen will über die Map, ist nämlich ein Traversal Emote mit seinem Lami. 16 Tage her. Wer ihn auf chillig machen will. Ja, Highlight geht heute raus, muss man schon fast sagen, an Faced und Bone Wasp.
Die beiden Skins sind nice. Bisschen weird, dass so ihr Gesicht oder beide Gesichter so ein bisschen verdeckt sind. Bei Face sieht man ein bisschen mehr vom Gesicht. Trotzdem interessante Skins. Gehen so ein bisschen raus aus diesem Stil. Die sehen so ein bisschen komisch aus. Ist jetzt nicht mehr so ultra modern, wie wir das jetzt von dieser Neo-Tilted-Sache kannten und da einige Skins von gesehen haben, sondern geht in so eine andere Richtung rein. Muss man mögen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was euer Highlight ist und vor allem, was ihr im Shop geben würdet. Ich gebe dem Shop heute mal eine 7 von 10, denn wir haben tatsächlich ein paar neue Sachen drin und ein paar seltene Sachen return auch wieder zurück in den Shop. Also deswegen eine 7 von 10 und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da, unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code VanSnipes und dann hören wir uns morgen zu einer neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.